Hallihallo ihr Lieben, heute gibt es Teil 2 von meiner Ich nähe ein Dirndl-Reihe. Also es sind nur 2 Videos insgesamt, aber falls ihr das erste noch nicht geschaut habt, dann schaut es unbedingt an. Da habe ich nämlich das komplette Kleid genäht und heute zeige ich euch, wie ich meine Dirndl-Schürze und auch die Dirndl-Bluse nähe, weil ich da eben kein Schnittmuster habe, sondern das ein bisschen Freestyle. Genau, und hoffentlich habe ich am Ende des Videos ein komplettes Dirndl und kann das nächste Woche auch anziehen. Also falls euch das interessiert und ihr ein bisschen meinen Prozess sehen wollt, dann bleibt super gerne dran. Ich hole euch jetzt einmal kurz ab, wie es mir geht und wo wir gerade stehen. Ich bin nämlich extrem müde. Ich habe, also nur, dass ihr Bescheid wisst, ich habe am Freitag eingekauft fürs komplette Wochenende, damit ich das Haus quasi nicht mehr verlassen muss. Habe dann Freitag so gegen 16, 17 Uhr angefangen zu nähen, ungefähr bis um 1 Uhr nachts. Habe halt so Vorbereitungen gemacht, noch mit dem Schnittmuster und so weiter und so fort. Und habe dann genau den kompletten Samstag, also komplett gestern, das ganze Kleid genäht. Das ist eben im ersten Videoteil zu sehen. Hab's tatsächlich auch gestern noch fertig geschafft und habe dann Abendessen gemacht und habe dann irgendwie noch komischerweise einen Energieschub bekommen und habe dann auch schon mit der Schürze angefangen, weil ich mir da eh ein bisschen unsicher war, wie ich an das Projekt rangehe und ich hatte auch ein bisschen Angst, dass ich heute sonst alles nicht schaffe und ich habe halt nur noch heute den Tag Zeit, es zu nähen. Genau, also das war dann gestern, bin ich auch wieder super spät ins Bett gegangen und jetzt tatsächlich habe ich ein bisschen ausgeschlafen, aber ich merke einfach, mir tut mein Rücken weh, mir tut mein Nacken, also meine Schultern weh, ist irgendwie... Ich merke auf jeden Fall, dass ich gestern wirklich nichts anderes gemacht habe, außer zu nähen. Aber ich bin jetzt ganz froh, weil ich eben die Schürze jetzt schon halb fertig habe. Ich zeige euch gleich genauer, wie ich das gemacht habe. Dann könnt ihr vielleicht auch besser was davon lernen, wenn ich es jetzt erklären kann. Weil ich hatte halt selber nicht so wirklich einen Plan. Und genau, ansonsten ist eben der Plan, dann noch die Bluse zu machen. Da habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Das werde ich aus einem Schnittmuster, was ich schon hier habe, einmal nähen. Das zeige ich euch dann aber später. Aber dass ihr es mal gesehen habt, das ist der Blusenstoff. Das ist so... ein durchsichtiger Spitzenstoff, der so ganz leichten Stretch hat und kann ich mir richtig gut als Bluse vorstellen, weil es eben so eine enge Bluse mit Rollkragen werden soll. Und die Schürze, wie gesagt, habe ich jetzt schon relativ weit vorbereitet. Das zeige ich euch jetzt gleich und mache eine Voice-Over, weil dann kann ich es ein bisschen genauer erklären. Vielleicht kann ich es euch zumindest schon mal zeigen, nur grob. Das ist einmal hier dieses Bindeband. Das ist in der Mitte einmal verstärkt, also es besteht insgesamt aus 3 Teilen. Einmal diesen Mittelteil, das ist, die Maße schreibe ich euch auch nochmal ran, aber ich glaube 34 cm jetzt. Und dann eben rechts und links nochmal 2 richtig lange Teile, a 1,20 Meter. Und das ist prinzipiell einfach einmal zusammengeklappt und jeweils nochmal die 2 Kanten einen Zentimeter reingebügelt, dass eben alle Kanten sauber sind. Und ich habe mir mein eigenes Paspelband aus meinem Oberstoff von meinem Kleid gemacht, damit sich das nochmal ein bisschen aufgreift. Und das Paspelband habe ich hier einfach noch mit eingefasst. Zeige ich euch aber, wie gesagt, gleich nochmal genauer. Aber das habe ich schon mal vorbereitet, also es ist quasi schon fertig. Und ich habe auch den Rock an sich, also den Rock, die Schürze an sich schon vorbereitet. Das ist einfach ein Quadrat, 90 x 90 cm gewesen. Ich habe hier einmal die 2 äußeren Kanten versäubert, weil die ja außen offen sind. Ich habe hier oben meine Falten schon einmal gelegt, dass es jetzt genau die Strecke hat, wie eben dieses verstärkte Mittelteil von meinem Bund. Genau. Und unten habe ich jetzt noch nichts gemacht, also es ist noch nicht versäumt, weil da werde ich dann gleich noch schauen, welche Applikationen ich noch reinmache, welche Schrägbänder ich noch irgendwie mit einfasse, also... Das wird wieder ein bisschen ein Struggle, da herauszufinden, was ich machen will. Aber das ist jetzt prinzipiell erstmal so die Schürze an sich. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch das mit dem Bund eben zusammen machen und noch säumen. Und dann ist die Schürze zumindest schon mal aus dem Weg. Um euer eigenes Paspelband zu machen, braucht ihr einfach einen ganz langen Streifen von eurem Oberstoff, den ihr eben verwenden wollt. In meinem Fall habe ich den jetzt 4 cm breit gemacht und einmal in der Mitte gebügelt. Und da ist es wichtig, dass die rechten Seiten außen sind. Und dann braucht ihr einfach noch so eine dünne Kordel, die kriegt ihr in jedem Schneiderbedarf eigentlich. Und die näht ihr da dann eben rein. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe das einmal in der Mitte aufgebügelt. Das ist der Teil, der dann auch an die Schürze kommt. Und diese längeren Bändel, die dann eben zum Binden da sind, die habe ich nicht aufgebügelt, weil die können ja ruhig ein bisschen locker hängen und locker runterfallen. Und ich habe das Paspelband dann einmal hier so reingesandwicht in die untere Naht. Das ist natürlich nicht, wie ihr normalerweise Paspelband verwendet, aber ich fand einfach, das war ein schönes designerisches Detail. Deswegen habe ich es eben so gemacht. Und ihr seht es, die 2 Enden, damit die trotzdem schön spitz werden von dem Band, habe ich einmal rechts auf rechts aufeinander geklappt. Habe dann das Paspelband auch noch reingesandwicht, dass die rohen Kanten aufeinandertreffen. Also das Paspelband mit der Kordel liegt innen. Dann habe ich einmal so eine schräge abgenäht, das ist eben diese Spitze. Und wenn ihr da die Nahtzugabe dann zurückschneidet und das Ganze einmal umwendet, seht ihr das, kommt dann das Paspelband oben so automatisch aus der Naht raus und das Ende, diese Schräge, ist eben ohne Paspelband, aber dafür super sauber und ihr habt eine richtig schöne Spitze.
Und dann habe ich jetzt auch angefangen, zumindest schon mal diese kleine Endstrecke von diesen beiden Bändeln einmal abzusteppen und das Puzzleband zu fixieren. So sah das Ganze dann aus. Da seht ihr so einen ganz leichten Stich, aber der fällt ja fast gar nicht auf. Und ich finde es super sauber und es macht voll das schöne Detail einfach nochmal. Und genau, der Rest vom Band habe ich eben noch offen gelassen. Hier seht ihr einmal das Mittelteil, da seht ihr rechts und links die Naht. Und zwischen diese zwei Nähte kommt jetzt eben unsere Schürze rein. In meinem Fall war das jetzt insgesamt, als ich es fertig genäht habe, 32 cm lang, dieses Mittelteil. Beim Zuschnitt müsst ihr natürlich noch eure Nahtzugabe rechts und links drauf rechnen. Das heißt, bei mir war dann mein Schnittteil 34 cm lang. Ich habe mir dann einmal die Mitte von meinem Band markiert und die Mitte von meiner Schürze ist automatisch durch meine Kellerfalte in der Mitte gegeben. Dann habe ich das einfach alles reingesteckt, habe geschaut, dass das rechts und links exakt gleich ist und dass vor allem auch jetzt diese zwei Nähte vom Bund eben genau auf die äußeren Kanten von der Schürze treffen, weil das sieht man später und ja, ist einfach wichtig, dass es sauber aussieht. Und eine kleine Hilfe, damit ihr das besser von oben absteppen könnt, ist, wenn ihr das euch richtig gut einmal mit Nadeln feststeckt und immer schaut, dass ihr bei der Vorderseite den Stoff gut erwischt und vor allem, dass ihr auch bei der Rückseite den Stoff mit der Nadel erwischt, weil dann wisst ihr, wenn ihr genau da näht, wo die Nadeln sind, dann erwischt ihr auch alle Stofflagen. Und genau, eben rechts und links nochmal kontrollieren, dass das alles sauber ist. Und dann steppt ihr das komplette Band plus eben den Bund einmal von oben sauber ab und schaut immer mal wieder auf der unteren Seite, ob ihr da alle Stofflagen mitgenäht habt und dann sollte das auf jeden Fall alles klar gehen und fest sein. Und dann war der nächste Step auch schon, dass ich meine Schürze unten gesäumt habe. Da habe ich mich ein bisschen dazu entschieden, einen Riesensaum zu machen, also der war 5 cm dann. Und damit ihr saubere Kanten bekommt, klappt ihr euch da einmal so einen Zentimeter rein, klappt dann erst euren Saum unten hoch und dann seht ihr, habt ihr so eine mega saubere Spitze und da guckt dann nicht an der Seite nochmal ein Stück vom Saum dann eben von der Nahtzugabe hoch. Also das mache ich immer bei solchen Sachen, ich finde, das sieht einfach mega sauber aus. Und genau, habe das einmal abgesteppt, einfach sauber mit einem Geradstich. Und jetzt kam es wieder an den Struggle, dass ich mir eben überlegt habe, wie ich das Ganze unten noch verzieren will. Also da habe ich einmal das draufgelegt und ich fand, das sah super schön aus, aber irgendwie war ich nicht so ganz zufrieden. Okay, kurzes Update. Ich bin gerade schon wieder ein bisschen verzweifelt. Ihr habt jetzt gesehen, dass die Schürze an sich fertig ist und jetzt geht es halt wieder um die Verzierungen. Und es ist so schwer, sich zu entscheiden. Ich habe halt so viele verschiedene. Zum Beispiel, ich wollte unbedingt dieses hier nehmen. Ich finde auch, das passt einfach voll zu meinem Stil. Aber wenn ich das hier einmal drauflege, seht ihr, das ist einfach viel zu rein weiß. Also die Schürze ist ja eher so, es ist schon fast ein Creme. Es ist kein Off-White. Es ist eigentlich wirklich so ein warmer Cremeton. Und auch die Applikationen an meinem Dindel, ich sehe es gerade, deswegen schaue ich da runter, weil es da hängt, sind auch alle eher so ein bisschen Off-White-mäßig. Und deswegen sah das einfach falsch aus. Also da würde dann nur diese Verzierung rausstechen und das ist ja nicht Sinn der Sache. Das heißt, schweren Herzens kann ich das nicht verwenden. Und hier hinten seht ihr vielleicht auch noch den ganzen Haufen von anderen Applikationen, die ich eben jetzt schon mal verworfen habe. Ich habe jetzt, glaube ich, eine Kombi gefunden, die ich ganz gut finde. Es ist ein bisschen schlichter, als ich wollte. Ich wollte eigentlich hier unten eine richtig große irgendwie Spitzenborder haben oder so. Aber das passt jetzt einfach irgendwie nicht. Und ich glaube, dass das jetzt ganz gut ist. Genau, ich zeige es euch jetzt einmal nochmal von nahen, aber prinzipiell bin ich jetzt so zufrieden. Jetzt will ich das nur noch drauf nähen. Das Ganze mache ich immer mit einem Zickzackstich. Das sieht man nämlich nicht und dann ist es wirklich richtig fest drauf. Und dann ist die Schürze an sich auch schon fertig. Genau, also ihr seht hier unten einmal habe ich dieses Schrägband. Das habe ich jetzt einfach im Stoffladen gekauft. Das ist wirklich einfach ein Schrägband. Das werde ich dann hier unten so ran nähen, dass es genau in der Hälfte einmal den Saum hier umschlägt. Ich hätte dann theoretisch auch gar nicht den Saum machen müssen, weil das würde ja die rohen Kanten unten einmal so einschließen. Aber ich will, dass es, also ihr seht ja, ich habe einen 5 cm Saum unten gemacht. Ich wollte, dass die Schürze ein bisschen Stand hat, dass sie nicht so rumflackert, sondern dass sie ein bisschen schwerer ist. Deswegen habe ich mich so entschieden. Aber so sieht es dann aus. Das heißt, hier unten der Saum ist einmal in der Farbe eingefasst, genau in der Farbe, in der dann auch meine Bluse ist, damit das auch alles wieder ein bisschen cohesive wird. Dann ist das zwischenzeitlich noch passiert, fragt mich nicht, aber ich lasse meinen Kaffee immer und überall rumstehen, deswegen selbst schuld. Und hier seht ihr, habe ich das Applikationsband nicht bündig zur Seitennaht gemacht, sondern ich habe das so hinten rein in den Saum gesteckt. Und ich finde, dann sieht es einfach viel sauberer aus und selbst wenn es sich ein bisschen auftrennt, habe ich da keine Probleme. Und dann habe ich das einfach von oben genau auf der schon eben genähten Naht für den Saum einmal mit Zickzack wieder abgesteppt. Okay, ich habe es geschafft. Die Schürze ist fertig. Ich bin gerade noch richtig hyped. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber man näht so lange und ich habe jetzt auch richtig in diese Details mich
reingesteigert und habe mir da wirklich so krass viel Mühe gegeben. Und jetzt habe ich es gerade mal angezogen mit dem Dirndl zusammen und es ist einfach so gut. Ich fühle mich so wohl da drin und das einfach, dass man sieht, dass das irgendwie von der Idee und ich kaufe mir die Stoffe und ich habe voll den Struggle, irgendwie die einzelnen kleinen Verzierungen mich dafür zu entscheiden. Dann auf einmal so das Gesamtding zu sehen, woran man die ganze Zeit arbeitet, ist irgendwie richtig aufregend. Und also wie gesagt, ihr seht da meine Reaktion, ich bin richtig hyped, also das wird gut. Und jetzt ist der letzte Step, dass wir noch die Bluse nähen. Und da habe ich jetzt tatsächlich ein bisschen Angst, weil ich habe mir den Stoff gerade nochmal so drunter gehalten, ob das irgendwie dazugehörig aussieht. Also ich weiß nicht, aber oh mein Gott, ich nähe sie jetzt einfach. Und wenn es nicht gut aussieht, dann muss ich mir eben noch irgendeinen anderen Stoff suchen und dann noch eine andere Bluse nähen. Aber wir probieren es jetzt einfach mal nach Plan. Und ich habe jetzt mal meinen Schnittmustern gesucht. Also die Stoffe habe ich ja euch vorhin schon gezeigt. Da habe ich eben noch genau passend dazu einen kleinen Reißverschluss. Und zwar habe ich genau mein Schnittmuster durchsucht und habe da ein Schnittmuster gefunden. Und zwar von dem Ava Top von, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ich blende es euch mal hier ein, von Cool Stitches, genau. Das habe ich schon genäht, da gibt es tatsächlich auch ein YouTube-Video schon von mir dazu. Und ihr werdet euch jetzt denken, so was zur Hölle, wieso dieses Schnittmuster, weil es sieht ja nicht aus wie eine Dirndlbluse. Aber ihr werdet sehen, worauf ich geachtet habe. Und zwar ist das ein eng anliegendes Oberteil mit einem kleinen Stehkragen, also so einem Mini-Rollkragen mehr oder weniger, und so kleinen eng anliegenden Ärmeln. Und mein Stoff hat ganz leicht Stretch, aber an sich ist er jetzt nicht kein Jersey oder so, also er ist kein Stretch-Stoff. Das heißt, das Schnittmuster wird definitiv zu eng sein. Also wenn ich das jetzt einfach nähe, dann werde ich da nicht reinkommen. Ich habe zwar einen Reißverschluss, aber trotzdem brauche ich ja ein bisschen Raum zum Atmen. Das heißt, ich muss jetzt beachten, wenn ich das mir nochmal neu aufzeichne, das Schnittmuster, dass ich mindestens 1,5 cm, denke ich, Ease dazugebe. Also einfach nicht Nahtzugabe, die kommen nochmal extra, sondern wirklich einfach so ein bisschen Spielraum, dass ich atmen kann und rein und rauskomme. Und was bei dem Schnittmuster auch noch ist, was ich ändern möchte, ist, ihr seht es hier einmal, das hat hier so einen Bustier-Style. Genau, das sind hier diese Teile, die dann noch hier unten rankommen. Und ich werde mir das jetzt einfach abzeichnen ohne diese Teile. Also ich mache aus diesen drei Teilen, das ist hier noch, das kommt hier an die Seite, aus den drei Teilen mache ich ein einziges Vorderteil. Dann croppe ich das Ganze, weil ich brauche es ja nicht bis runter. Das ist ja wirklich nur hier oben im Ausschnitt zu sehen. Das Rückteil lasse ich so, wie es ist. Bei dem Rollkragen, Stehkragen, messe ich mir einmal meinen Hals ab, weil der soll ja eng anliegend sein. Und ich glaube aber, dass wenn ich mir das so rumlege, kriege ich das gar nicht rum, weil es halt eben für Stretchstoff konstruiert ist. Das heißt, ich messe mir einmal meinen Hals, addiere das dann noch ran, je nachdem, was da für ein Unterschied in den Maßen ist. Und dann schneide ich es einfach mal aus und nähe es zusammen. Ich habe von dem Stoff hier richtig viel. Das heißt, ich kann das locker zweimal nähen, falls es nichts wird. Ich habe mir hier vorne einmal abgemessen, wie lange ich die Bluse haben will. Die muss ja wirklich nur bis kurz unter die Brust gehen, weil das Dirndl ja quasi da dann schon lange drüber ist. Also ihr braucht die Bluse nicht unendlich lang machen. Und dann habe ich angefangen, das einfach komplett drumherum einmal abzuzeichnen. Und vorne seht ihr, habe ich schon in der vorderen Mitte einen Zentimeter nochmal Spiel hinzugegeben, weil ich einfach Angst hatte, dass die Bluse mir viel zu eng wird, weil mein Stoff ja nicht so stretchy war. Und dann habe ich mir eben noch mit meinem Lineal einmal 2 Zentimeter angezeichnet. Das ist eben dieser Ease, damit ich ein bisschen mehr Luft habe, weil ich ja keinen dehnbaren Stoff habe. Und dann nochmal einen Zentimeter für meine Nahtzugabe. Und das habe ich auch komplett um alle Schnittteile drumherum gleich gemacht. Und hier seht ihr das einmal, wie ich das bei dem Vorderteil gemacht habe. Da habe ich einfach unten diese Bustier-Teile so rangesteckt sozusagen. Und klar, da war ein bisschen Versatz, aber die Bluse ist eng. Deswegen dachte ich mir, wird es schon irgendwie hinhauen und habe das dann eben so zusammengeschustert. Und habe mir da dann auch wieder alles angezeichnet und konnte das dann einfach aus meinem Stoff wieder ausschneiden. Und ich habe hier überhaupt nicht probiert, irgendwas zu stecken, weil der Stoff ist ja so durchlöchert, also das ist ja wie eine Spitze. Da hätte meine Nadeln eh nicht wirklich gehalten, deswegen habe ich da einfach grob drumherum geschnitten und ja, habe einfach alles so ein bisschen Pi mal Daumen bei der Bluse gemacht. Aber es hat ja zum Glück auch hingehauen. Dann war der erste Step, dass ich mir oben meine Schulternähte jeweils geschlossen habe. Und das habe ich jetzt erstmal mit einem Heftstich gemacht, mit einer großen Stichlänge, weil ich mir eben ganz extrem unsicher war, ob das alles überhaupt hinhaut. Und dann habe ich auch direkt schon im zweiten Schritt die Seitennähte geschlossen, aber hier auch wieder noch nichts versäubert und habe es dann erstmal angezogen. Und da habe ich eben gesehen, dass es einigermaßen passt. Deswegen habe ich dann alles mit der Overlock noch gemacht, zusätzlich, damit es wirklich safe ist. Und habe dann jetzt auch schon meinen Kragen teilgenommen. Das habe ich länger zugeschnitten, als ich es gebraucht habe, und habe
habe das einfach im Nachhinein dann da abgeschnitten, wo eben hinten der Reißverschluss dann reinkommt. Also da habe ich wirklich keine genauen Maße für euch. Das habe ich einfach komplett gefreestylt. Wichtig ist, dass ihr den ein bisschen gedehnt annäht, damit er auch wirklich nicht so wegfloppt vom Hals, sondern ein bisschen anliegt. Weil das Problem hatte ich nämlich beim ersten Mal. Ja, da habe ich es falsch zusammengenäht, habe ich später nochmal aufgetrennt und auf die richtige Seite genäht. Und ich habe dann noch mich dazu entschieden, meine Ärmel zu machen. Und ihr seht, ich habe da unten diese süße Kante einfach genutzt. Das war für mich super entspannt, weil ich den Ärmel nicht säumen musste. Also ich habe mir Arbeit gespart. Und es sieht mega schön aus und überhaupt nicht selbst genäht, weil eben dieser schöne Abschluss an den Ärmeln ist. Und dann habe ich auch noch die Ärmel eingesetzt. In meinem Fall habe ich die jetzt rund eingesetzt, obwohl ich das hasse, aber weil ich eben vorher einmal das Top anprobieren wollte, ob es passt. Und es geht halt einfach nur, wenn ich schon die Seitennähte schließe, bevor ich die Ärmel einsetze. Genau. Und jetzt schreibt mir bitte mal in die Kommentare, seid ihr Team irgendwie eine Fernsehserie dabei anschauen oder einen Podcast hören oder Musik hören? Weil ich höre immer Musik beim Nähen. Und bei mir ist es beim Schneiden von den Videos immer mega witzig, wenn ich immer dann höre im Nachhinein, zu was für Liedern ich da gerade gewiped habe. Aber das war's jetzt auch schon. Also das ist das fertige Dirndl. Ich hatte es jetzt sogar schon zweimal an und ich lieb's einfach. Ich finde es so schön. Ich fühle mich zu 100% wohl da drin. Es ist einfach meine Art von Dirndl, die ich schön finde, so ein langes, eher klassischeres. Also ich finde es einfach mega cool und ich glaube, wenn ich mir mal noch eine andere Bluse nähe, kann es auch einen komplett anderen Look dann bekommen. Zum Beispiel jetzt mit einer weißen Schürze und mit einer weiß puffärmeligen Bluse drunter oder so. Ja, also da könnt ihr echt einfach alles machen, auf was ihr Lust habt. Das war so ein cooles Projekt und jetzt habe ich aber erstmal wieder Lust auf ein bisschen was Einfaches zum Nähen. Ich hoffe natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat und dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte. Und falls ihr jetzt ein Dirndl näht, schickt mir unbedingt Bilder. Ich würde mich super freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao!